Hallo, mein Name ist Christopher. Ich bin 34 und komme aus Berlin. Also ich habe mich für eine Barthaartransplantation entschieden, weil ich sehr spärlich behaart bin im Gesicht, also gar nichts vorhanden ist. Und ich bin durch Zufall auf die Seite gestoßen und habe da niemanden da angeschrieben, der auch letztes Jahr in Deutschland hat auch eine Operation machen lassen hat. Und der hat mir die Bilder gezeigt und es waren sehr gute Ergebnisse. Und daraufhin habe ich dann eben hier angeschrieben, weil ich hier sehr zufrieden war. Also die Organisation ist ja wirklich super. Man kommt am Flughafen an, wird direkt an einem Vodafone-Laden abgeholt. Das ist auch per WhatsApp geklärt, wo man abgeholt wird. Das Personal ist sehr freundlich, man bekommt Getränke, man wird wirklich begleitet von A bis Z, wird zum Hotel gebracht. Vom Hotel zum OP sind es 5 Minuten, auch zum Auto, zurück wieder mit dem Auto. Also es ist wirklich ein super Komfort, ein super Service. Also in der Beratung bei dem Doktor lief es eigentlich ganz einfach. Ich habe ihm ein Foto gezeigt. Also er hat mich gefragt, wie meine Vorstellungen sind. Und ich habe ihm einfach gesagt, ja, ich hätte es gerne so. Ich habe einfach bei Google gegoogelt, wie die Bärte von Männern sind. Habe ihm das so gezeigt. Er hat mir das so aufgezeichnet. Er hat gesagt, das passt auch sehr gut zu meinem Gesicht. Und dann war das ratzfatz geklärt. Also meine OP lief folgendermaßen ab. Mir wurden am Hinterkopf erstmal so die Haare entfernt und mehrere Spritzen angebracht. Gespritzt, so circa 10 Stück. Wenn man es nicht kennt, tut es weh. Wenn man weiß, was einen erwartet, wie ihr jetzt durch mein Gespräch, dann wisst ihr, was euch erwartet, dann ist es, kann man da besser mit umgehen. Im Gesicht waren es um die 40 Spritzen. Es war etwas unangenehm, aber das Gesicht war dann so taub, dass man die guten 8 Stunden wirklich gut überstanden hat. Geplant waren bei mir 3500 Crafts, aber da ich so spärlich im Gesicht bin, waren es am Ende 4,2. Also ich kann auf jeden Fall jeden nur Elite-Hair-Transplant empfehlen, weil das ist so wie so eine Familie. Jeder kümmert sich um dich, du wirst nie im Stich gelassen. Du kannst bei WhatsApp von morgens bis abends schreiben, du kannst immer fragen. Es gibt keine Probleme, super Abläufe, tipptopp. Also das ist heute übrigens mein dritter Tag hier angeflogen, Operation. Jetzt am dritten Tag wurde man nochmal kontrolliert. Hat man nochmal ein Video bekommen, wie man alles pflegen muss, welche Produkte man nehmen muss, die man auch auf der Homepage bekommt. Ja, bin rundum zufrieden.